Hallo meine Lieben, oh mein Gott, es ist schon Ewigkeiten her, wo ich mich das letzte Mal hier auf YouTube gemeldet habe. Ich weiß gar nicht, ob ich es noch kann. Ja, wir haben heute den zweiten Advent und ich dachte mir, ich mache euch zum zweiten Advent eine Putzroutine, ein kleines Putzvideo. Ihr seht, es hat sich auch ein bisschen hier verändert, die mir nicht auf Instagram folgen. Ja. Wenn ihr up to date bleiben möchtet, was meine Person betrifft und um wie es den Kindern geht und den Tieren, die übrigens zum Teil da chillen, dann würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn wir uns auf Instagram sehen. Ich heiße dort immer noch simply.jessie und da werde ich natürlich weiterhin immer ganz, ganz viel aktiv bleiben. Ich habe einfach hier auf YouTube nicht so die Zeit gehabt, wirklich nicht die Zeit dazu gehabt und das auf Instagram geht einfach schneller. Aber ich habe mir vorgenommen, für euch regelmäßig Putzroutinen hochzuladen, weil das wird wirklich. Also ich kriege täglich mindestens 10 Nachrichten, ob wieder eine kommt. Und hier ist eine. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Die Kinder sind heute nicht da. Ich hatte Adventsfrühstück mit meinem Freund, wie man es nur sieht. Der ist jetzt gerade mal ganz kurz weg. Deswegen nutze ich die Zeit und räume ein bisschen auf. Und ich dachte mir, ich filme das bisschen. Und jetzt kommt die Katze und möchte natürlich direkt. Ja, dann geht's schon los. Speicherkarte war voll. Ja, ich hoffe, dass ihr Lust dazu habt, dass ich ab und zu mal ein Putzvideo hochlade, damit eure Motivation auch bleibt. Ich habe jetzt Urlaub bis nächstes Jahr und es hört sich so krass an, ne? Ich habe jetzt, ja, bis nächstes Jahr Urlaub. Das heißt, ich werde versuchen, öfters ein Video hochzuladen. Aber wie gesagt, ansonsten bin ich eher auf Instagram unterwegs. Also würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns da auch sehen. Und jetzt beeile ich mich, damit ihr das auch noch pünktlich am zweiten Advent sehen könnt. Also, ich würde sagen, ich packe jetzt alles an Putzutensilien raus und dann geht's los. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Aufräumen nachher. I wanna get away, but I could use some company. If you're alone like me. Go on a trip. Girl, I wanna see the sun. Dive into the deep ocean. Dance with you all night long. Move as you swing your hips. Let's take a break from the stress and the hate. Feel the loving, feel the rhythm. Singing oh na na, oh na na. I wanna go where the birds fly low. Feel my heartbeat, feel the music. Singing oh na 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 na. I can take you anywhere you want if you come with me tonight. I can show you things you've never seen if you come with me tonight. Say the words and I'll make it happen. Where do you wanna go? I can take you anywhere you want if you come with me tonight. Life is so bittersweet. Let me put your mind at ease. Trust me, I'll take the lead. Cause I wanna ride with you. Just give in to the fire. Cause I'ma take you higher. You're my only desire. Yeah. Let's take a break from the stress and the hate. Feel the loving, feel the rhythm. Singing oh na na, oh na na. I wanna go where the birds fly low. Feel my heartbeat, feel the music. Singing oh na 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 na. I can take you anywhere you want. If you come with me tonight. If you come with me.
It was a Thursday night when I first saw you. Those green eyes caught me. Yeah, it was crazy. It was a Friday night when I first kissed you. It struck me like lightning. You broke my chains and released me. And days turn into nights on the couch in your apartment. No, I am not the same. Everything has changed. Every day, 24/7, you call my name. And I will come running, yeah, every day. 24/7, yeah, every day. I will come running, babe. So, bevor ich jetzt ins Schlafzimmer gehe, würde ich euch ganz kurz das Wohnzimmer zeigen, bevor diejenigen, die das auf Insta nicht mitbekommen haben, fragen, was hier passiert ist. Also, ich habe die alten Sachen alle verkauft und habe nur von dem Geld, was ich eingenommen habe, die Sachen gekauft, die ihr seht. Also das Regal, das hier, der Teppich und dieses Sideboard. Auf diesem Sideboard und auch auf dem liegt normalerweise eine Holzplatte. Die ist allerdings bei meinem Opa in der Garage, weil die geölt wurde in der Farbe von dem Tisch. Deswegen ist die jetzt aktuell nicht da oder sind die aktuell nicht da. Aber die liegen normalerweise da drauf. Und ja, ich habe es tatsächlich auch geschafft. Ich bin 9 Euro über meinem Ziel gewesen. Also ich habe für 9 Euro einmal das Wohnzimmer neu gemacht und bin sehr, sehr happy damit. Und ja, ich gucke mal, dass ich, soweit ich es gehe, soweit ich es alles finde, euch in der Infobox verlinke. Der Teppich hier ist mega schön. Den haben sich schon ganz, ganz viele von euch auch gekauft. Und ja, wie gesagt, ich verlinke euch das alles und dann könnt ihr das euch gerne nochmal anschauen und vielleicht auch nachshoppen. Und ja, ich werde jetzt die Wäsche da noch wegräumen und dann gehe ich ins Schlafzimmer. Und dann sehen wir uns nochmal kurz wieder. And I will come running, yeah, every day. 24/7, yeah, every day. I will come running, babe. Everything has changed. Every day, 24/7, you call my name. And I will come running, yeah, every day. 24/7, yeah, every day. So, ich bin jetzt fertig mit der Wohnung. Es sind mittlerweile auch alle da. Die Kinder und mein Freund sitzen im Wohnzimmer. Und ich werde jetzt auch zu den dreien gehen und den restlichen Sonntag noch genießen. Ich habe jetzt für all das, was ihr gesehen habt, knappe 1,5 Stunden gebraucht. Und das Einzige, was jetzt noch läuft, ist die Waschmaschine. Das werde ich dann später aufhängen. Und ja, das war so mein kleines meine kleine Adventsroutine. Ja, das ist einfach alles nicht mehr so viel. Und der Hund hat auch Gott sei Dank nicht mehr so viel. Und ja, ich werde mir Mühe geben, öfters mal so etwas für euch zu machen. Wenn ihr Lust habt, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, dann weiß ich da Bescheid. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich auf Instagram. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir da folgen würdet. Da gibt es täglich ganz, ganz viel zu sehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann ja ganz bald wieder. Ich nehme euch morgen mit, weil ich muss morgen im Keller die Weihnachtssachen rausholen. Und in meinem Keller ist eigentlich Krieg. Ich weiß gar nicht, ob ich die Tür noch aufkriege. Ja,
Wir werden es sehen. Ich will den Tannenbaum aufstellen. Ich würde den gerne schon schmücken und ein bisschen dekorieren. Ja, mal gucken, wie weit ich morgen komme. Dann sehen wir uns auf jeden Fall ganz bald wieder. Bis dann!